بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala und Frieden und Segen seien auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowie auf seine Familie und seinen Gefährten und all denjenigen, die ihm folgen bis zum Eintreffen der Stunde. Meine lieben Geschwister, so vergingen für uns alle edle Tage, Tage der Gehorsamkeit, ehrenhafte Nächte voller Vorzüge und Segnungen. Nun freuen sich die Bäuche von einigen, wieder essen zu dürfen zu jeder Zeit am Tag. Doch die gläubigen Herzen sind traurig. Traurig über den Verlust, den Abschied des edlen Gastes Ramadan. Im Ramadan beeilten sich die Gläubigen zur Ibadah. Sie erhoben sich, bemühten sich im Gehorsam Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Sie wetteiferten in Angelegenheiten des Guten und in Taten der Rechtschaffenheit. Doch der Muslim muss aufpassen, dass die Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala und das Wetteifern im Gehorsam, die Anstrengung im Verrichten guter Taten, die ihn subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen, nicht nur auf einen Monat der Monate begrenzt sind oder auf wenige abgezählte Tage. Wenn nun der gesegnete Monat Ramadan zu Ende ist, so endet aber nicht die Ibadah der Menschen. Und wenn seine gesegneten Tage und vorzüglichen Nächte vergangen sind, so enden die guten Taten nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch: Diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Und die Gewissheit, meine lieben Geschwister, ist der Tod. So sollte der Muslim immer und zu jeder Zeit bemüht sein, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen und nach den guten Taten zu streben, bis ihn der Tod ereilt und er in diesem Zustand stirbt. Einige Menschen bemühen sich in der Ibadah im Ramadan, doch wenn der Ramadan endet, endet bei ihnen die Ibadah oder sie werden faul, zögern und vernachlässigen viele Angelegenheiten, als ob diese Ibadah nur im Ramadan von ihnen verlangt wird. Und einer der Salaf wurde gefragt über den Zustand dieser Leute, die sich nur bemühen und fleißig sind im Ramadan. Er sagte: Welch ein schlimmes Volk, sie kennen Allah nur im Ramadan. Im Ramadan, meine lieben Geschwister, sind wir die Nächte wach geblieben bis zum Fajr-Gebet, stehend im Gebet, mit dem Koran beschäftigt, demütig betend und Bittgebete sprechend. Wir suchten nach Vergebung in der Zeit des letzten Drittels der Nacht. Jeder hat sich bemüht und angestrengt. Aber was ist nun nach Ramadan? Wie geht es weiter? Was haben wir erreicht? Sind wir nun sicher vor dem Höllenfeuer, vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'alas, dass wir nun aufhören können, vermehrt Ibadah zu verrichten? Haben wir jetzt Yaqin, Gewissheit bekommen, dass wir nun vom Höllenfeuer freigeschrieben sind nach diesem Monat Ramadan, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben hat, so dass wir nun wieder die Ibadah vernachlässigen können, den Koran zurück in das Regal legen, die Sunna-Gebete unterlassen, die Nächte wieder durchschlafen, ohne Qiyam und Layl zu verrichten und das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigen. Wenn der Diener vor Ramadan viel vernachlässigte und versäumte, so sollte er nach Ramadan bemüht sein und wetteifern im Guten. Und wenn sein Zustand vor Ramadan gut und schön war, so sollte sein Zustand nach Ramadan noch besser und schöner sein. Meine lieben Geschwister, nun waren wir in der Schule des Ramadan. Wir haben gelernt, uns zu erziehen, uns Geduld und Disziplin beizubringen. Nun müssen wir das Gelernte nur weiter praktizieren, anwenden, es nicht vernachlässigen und vergessen. Dann werden wir zu den Gewinnern zählen im Diesseits und im Jenseits mit Allah subhanahu wa ta'alas Erlaubnis. Das Fasten endet nicht mit dem Ende von Ramadan. Das Pflichtfasten gibt es nur im Ramadan. Aber wenn das Fasten im Monat Ramadan beendet ist, so bleibt dem Muslim das freiwillige Fasten. Und von den gewaltigsten freiwilligen Fasten sind die 6 Tage von Shawwal. Und es steht im Hadith von Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer Ramadan fastete und ihm darauf 6 Tage von Shawwal folgen lässt, so ist es, als ob er das ganze Jahr gefastet hätte. Und die islamische Gesetzgebung sieht es vor, dass nach den Pflichttaten Freiwilligtaten folgen sollten, wie zum Beispiel nach den Pflichtgebeten die Sunna-Gebete. Um die halbherzig ausgeführten Taten wieder gut zu machen, um das Fehlende wieder aufzufüllen und auszubessern, was an Fehlern und Versäumnis passiert ist während der Ibadah. Und so ist das freiwillige Fasten von 6 Tagen des Shawwal eine freiwillige Handlung nach der Pflicht. Und ohne Zweifel, meine lieben Geschwister, kam es bei jedem von uns zu Versäumnissen, Mängeln und Nachlässigkeiten in seinem Fasten des gesegneten Monats Ramadan.
so kommen diese gewaltigen 6 Tage, um den Mangel und das Versäumnis des Dieners im Fasten des Monats Ramadan wieder gut zu machen. Und unsere letzten Worte sind eine Nasiha, zuerst an uns und dann an euch. Esst nicht zu viel und nur aus Langeweile, wo ihr nun gewohnt seid, mit wenig auszukommen. Denn zu viel Essen schadet dem Iman und dem Körper. Haltet fest an den Afkar, an den Sunna-Gebeten, das Duha und Wittergebet, lest weiter den Koran und bleibt standhaft ab und zu in der Nacht zu beten. Wo doch Allah subhanahu wa ta'ala jede Nacht zum untersten Himmel herabsteigt und fragt, wer bittet mich, so dass ich ihm gebe? Wer verlangt Vergebung von mir, so dass ich ihm vergebe? Spendet weiter fi sabilillah, helft der Umma mit eurem Vermögen, wo es nötig gebraucht wird. Haltet fest am Istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten. Und hört niemals auf, Bittgebete für die unterdrückten, gefolterten, notleidenden und gefangenen Muslime zu sprechen. Und sehr wichtig, meine lieben Geschwister, vergesst nicht, euch um die Witwen und Familien der gefangenen Geschwister zu kümmern. Diese wenigen Taten sind das Mindeste, was wir hier in unserer Lage tun sollten, um zu versuchen, Allah subhanahu wa ta'ala Strafe zu entgehen und sein Wohlgefallen zu erreichen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er von uns und euch unser Fasten und unser Stehen im Gebet annimmt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns und euch das Gute ermöglicht. Und dass er uns und euch unterstützt, standhaft zu bleiben, auf der Gehorsamkeit Allahs und uns ständig nach dem Guten streben lässt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns und euch vergibt. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.